Und wir kommen zur nächsten Laufentscheidung. 1500 Meter Männer mit einem Klassefeld, national und international. Vier wollen wir Ihnen vorstellen. Aus Kenia, der vierte der Weltmeisterschaften und Olympiahälfte, Nixon Chepseba. Der Startnummer 43, der dritte der Weltmeisterschaften von Moskau mit Landesrekord aus Südafrika, Johan Kronje. Dann der Olympiasechste aus Äthiopien und dritte der Halbweltmeisterschaften, Gebremehin Mekonen. Der Europameisterschaftszweite von 2010 beim Halbfinale der Olympischen Spiele, der deutsche Meister Carsten Schlangen. So, das ist das Feld, in dem noch andere starke Läufer aus Äthiopien und Kenia sind, auch aus Frankreich. Dann gucken wir mal, was das wird hier. Und auf geht's. 1500 Meter Männer. Carsten Schlangen mittendrin auf Florian Ort, den Sie mit der 149 erkennen. Der deutsche Hallenmeister des vergangenen Jahres. Dritter der deutschen Meisterschaften. Die beiden aus Deutschland versuchen hier natürlich, die Norm zu unterbieten für die Hallenweltmeisterschaft, denn dazu brauchen sie 3,41. Das heißt, es muss ein schnelles Rennen geben. Vorne die beiden machen Tempo. David Verbrügge aus Frankreich und Ruben Betz, das sind die beiden Tempomacher. Und dann haben wir einen ganz starken Mann dabei, im Trikot der LG Eintracht Frankfurt. Er kam aus Äthiopien. Er läuft jetzt für Deutschland, denn er hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Und er hat im letzten Jahr gezeigt, was er drauf hat, als er Fünfter wurde auf Anhieb. Mit 20 Jahren bei den Weltmeisterschaften bester Europäer war. Homiu Desfaye, jetzt schon in dritter Position. Und im Stabhochsprung Kevin Merdo, der erste von 55 Graden. Nächster Springer, jetzt Hendrik Gruber. 600 Meter Zwischenzeit, ist schnell, ist sehr schnell. Das könnte eine Topzeit werden. Carsten Schlangen, Vierter, Viertletzter. Florian Horn hält sich da zurück. Jetzt freie vorne hält Kontakt zu Kettlein, ein mutiger Läufer, der alles kann. Von 800 über 1500, 5000 bis zu 10.000 Meter und der sich klasse hält. In diesem Feld, klasse Feld, Mekonen an 5. Exakt die Zeit für die Zwischenzeit für eine mögliche HWM-Norm. Tempo ist klasse, liebe Zuschauer, helfen Sie den Läufern, 3 Runden noch. Ruben Betz ist vorne, Homiu Desfaye aus Frankfurt. Dann Chepseba, Mekonen, Kronje, Schlangen. Zeit ist okay und jetzt geht es auf die letzten 400 Meter. Chepseba geht vorbei. Mekonen, Desfaye, Kronje. Carsten Schlangen, Florian Ort, Leute. Helft den Läufern. Das kann Topzeiten geben. 300 Meter noch. 2,54 Zwischenzeit, super, genau richtig. Kostas Genikidis, 5,55. Letzte Runde, Chepseba, Mekonen, Kronje, Desfaye. Und Ryan Whiting im Kugelschlussring. Florian Ort geht jetzt vorbei an Carsten Schlangen.
1. Der Weltjahresbestleistung. Und Tommy und Despair ist im Ziel und das könnte geklappt haben mit der Hallenweltmeisterschaftsnorm 3:37:01. Wir gratulieren. Neue Weltjahresbestleistung. Das ist die Nummer 1 der Welt. Hier ist Nixon Tsitsipas aus Kenia.